Herzlich willkommen zur neuen Kathera MMA Podcast Ausgabe. Ich bin Yannick, ich habe dabei meinen Kollegen Gökhan, der MMA Mastermind, Corner Coach von John Jones. Schön wär's, Alter. Ja, danke Yannick für die Introduction. Schön wieder hier zu sein, eine neue Ausgabe aufzunehmen. Und danke auch an die Leute, die sich Zeit nehmen, extra nur um unsere Ausgaben anzuhören. Finde ich cool auf jeden Fall. Das rechne ich den Zuhörern auf jeden Fall hoch an und es freut mich und freut uns ja natürlich, wie gesagt, dass die Leute da Zeit nehmen. Hammer. Ja, für die Leute, die uns das erste Mal zuhören, wir sind ein MMA-Podcast, wir berichten über die UFC, das ist sozusagen die höchste Liga des Mixed Martial Arts und wir besprechen da die Karten, die Fightcards, die kommen werden, wir besprechen auch ein bisschen die, die vergangen sind. Zum Beispiel heute besprechen wir über UFC 204 in Manchester, machen einen kleinen Rückblick und dann anschließend gibt es eine Vorschau zur Mexico City Karte von Rafael Dos Anjos gegen Tony Ferguson. Das wird auf jeden Fall ein super krasser Fight. Oh ja. Und ganz zu Schluss besprechen wir noch ein paar MMA News, nicht UFC News, sondern MMA News. Janik, du hast, genau. Ja, du hast Mexiko auf jeden Fall falsch ausgesprochen. So meinst du Mexiko. Mexiko, Latino. Nein, Spaß, Mann. Latino, Latino Heat. Sehr gut. Ich wollte dich jetzt mal was fragen, so wenn wir es gerade von international hatte, die letzte Karte war ja in Manchester United Kingdom in England. Ja. Und zwar habe ich gehört, dass die UFC aufhören will, so viele außer Amerika, so viele UFC-Karten in, Europa oder so zu machen, habe ich gehört. Echt? Die wollen jetzt die internationalen ein bisschen runterschrauben. Keine Ahnung wieso, ich habe es gehört und ich wollte deine Meinung dazu hören. Also dass es quasi hier, also nicht nur in Europa, sondern international weniger Events genau, gibt, oder? Genau, einfach mehr, eigentlich hauptsächlich nur noch in der USA? Den USA, ja. Hm. Also das habe ich zumindest mal gehört. Vielleicht bleibt es ein Gerücht, aber das war so der Plan jetzt. Ja, also häufig, es kann ja vielleicht daran liegen, dass wenn die schon so eine Aussage machen, kann es ja sein, dass es vielleicht zu wenige internationale Fighter gibt. Weißt du, was ich meine? Dass einfach, meistens ist es ja so, wenn die zum Beispiel jetzt in Deutschland ein Event machen oder in Polen oder egal wo, dann wollen die auch, dass viele einheimische Kämpfer kämpfen auf der Fightcard, damit auch viele einheimische Leute da auch Tickets kaufen, da zuschauen und so. Und auch UFC-Fans werden so letztendlich, das ist ja ihr letztendliches Ziel. Und vielleicht haben die auch gemerkt, dass halt nicht viele Fighter nachkommen, weil ich international natürlich, vielleicht auch eine blöde Aussage, es kommen ja schon viele Fighter nach, aber nicht, also im Vergleich zu USA bestimmt wenig, weil in der USA kommen ja echt, ist der Sport schon jetzt länger sehr, sehr berühmt, auch teilweise schon wirklich Mainstream geworden, durch Leute wie Ronda Rousey und Conor McGregor, auch durch Brock Lesnar damals und so. Ist halt echt schon teilweise, wie ich schon gesagt habe, Mainstream geworden und da gibt es auch meistens auch die besseren Fightcards, auch meistens die besseren Kämpfer, so von der Qualität her und vielleicht wollen die da halt, denke ich mal, mehr investieren, vor allem jetzt auch durch den Wechsel. UFC, also gehört ja nicht mal diesen Fertitta-Brüdern, die haben ja die UFC verkauft an irgendwelche Leute, ich habe den Namen vergessen, für 4 Milliarden und das sind auch ganz neue Leute, die jetzt quasi alles führen und vielleicht haben die einfach andere Pläne, weißt du? Ja, ich habe auch gehört, dass die Fertitta Brothers sich halt sehr dafür eingesetzt haben, dass es gerade international durchgeht und vielleicht ist halt von den neuen Promotern eher so nicht der Plan, einfach ja, das Groß in den USA zu halten. Vielleicht haben die neuen Promoter gesehen, dass sie halt einfach im Ausland viel, viel weniger Kohle machen, ja, dass halt viel weniger Attraction da ist und ja. Ja, das Problem ist ja eh, dass grundsätzlich UFC gibt es ja eh nicht seit langer Zeit, gibt es ja seit 20 Jahren vielleicht, also das ist ja eh ein Markt, der kommt, wenn erstens, du so siehst. Erstens das und zweitens ist es ja auch so, wenn die im Ausland investieren, also im Ausland quasi Events machen, dann ist es ja eher eine Investition, sag ich mal. Ich denke mal, die machen jetzt nicht so viel Kohle von diesen Events. Kann sein, ja. Vor allem, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Stadien wirklich voll besucht sind in Deutschland oder in Polen oder keine Ahnung wo. Es kommen halt, wie ich schon gesagt habe, wenige
Fighter nach und weniger auch gute Fighter, weißt du? Das ist ja auch so ein Problem. Und in der USA ist es halt andersrum. Da sind schon die Jungen schon sehr, sehr gut, weil die schon ihr Leben lang machen, weil die auch die besten Coaches haben. Die haben halt die guten Fightcamps auch und so, das ist Ja, das kommt wahr, auch noch. Ich sag ja, gut, sehr gute Fightcamps, sehr gute Trainingspartner und die haben auch das Wissen. Und du weißt ja, Wissen ist Macht. ja. Ja, das Ding ist aber auch, die haben den größten UFC-Superstar namens Conor McGregor und der ist halt auch Europäer so. Das Ding ist, der hat ja nur einmal in Irland gekämpft. Ansonsten kämpft er halt in den USA und das ist halt auch das Problem. Die meisten Fighter, auch wenn sie von Europa kommen, die kämpfen dann trotzdem halt alle in den USA so. Weil die ganzen Stadien oder die großen Events sind ja in Las Vegas oder in, was weiß ich, jetzt dann bald in New York. Findet halt meistens in Europa, in Amerika statt. Und das finde ich halt schade. Also ich meine, wie man sieht, der größte Star ist trotzdem Europäer und ich bin mir sicher, der kriegt den Croke Park voll in Ireland. Also mal sehen, wie es halt in der Zukunft läuft. Ich hoffe, das ist jetzt nur so ein Gerücht und das wird sich nicht ändern, weil ich glaube, es braucht halt ein bisschen noch ein paar Jahre und dann kommt das alles so. Das werden wir sehen. Ja. Das ist Yannick, so. mein Freund, ich würde gerne über die Kämpfe reden. Ja, dann besprechen wir auf jeden Fall erstmal ganz kurz ein paar Fights von der UFC 204. Waren auf jeden Fall ein krasser Fight dabei und ich glaube, ein Fight, der uns beide überzeugt hat, oder eine Performance, und zwar war Mike Perry, hat gewonnen gegen Danny Roberts durch ein KO-TKO in der dritten Runde. Genau, das war auf jeden Fall ein sehr geiler Kampf gewesen, hat uns ja auch Spaß gemacht anzuschauen. Wir haben ja schon in der letzten Ausgabe gesagt beim Podcast, dass Mike Perry, also eigentlich, dass beide Fighter ein gutes Striking haben. Mike Perry hier eher der Fighter ist, der viel KO-Power hat und der Leute eben ausnockt, wenn die echt einen falschen Schritt machen oder wenn die nicht aufpassen. Danny Roberts dagegen ist gerade so ein bisschen das Gegenteil, ist mehr der Volume-Puncher, arbeitet viel mit Footwork. In dem Fighter hat man das halt ebenfalls auch so gesehen, wie wir es previewt haben. Und dennoch, Mike Perry hat hier wirklich gutes Head-Movement gezeigt und auch sehr gutes Striking. Der hat ihn teilweise wirklich sehr schwer getroffen, hatte in der ersten Runde einen Knockdown gehabt, hat ihn aber nicht ganz finishen können. Danny Roberts hat ihr auch gute Toughness bewiesen, aber in der dritten Runde wurde das dem Danny Roberts zu viel und der Mike Perry hat ihn dann TKO'd, was schon sehr, sehr beeindruckend war. Also der hat mir sehr, sehr gefallen und ich habe schon gesagt, das ist eine Maschine und ich bin mal gespannt, so wie er jetzt als nächsten Gegner bekommt. Ja, da bin ich mir auch gespannt, weil damals, also bei dem Fight hat man ja gesehen, dass Danny Roberts in der zweiten Runde konnte der richtig zeigen, was er drauf hat. Da hat er auch, ich glaube, Mike Perry hat ja eh ein bisschen seine Power ausgegeben in den ersten Runden, also in der ersten Runde. Und dann hat versucht, Danny Roberts ein bisschen auf Distance zu gehen, hat viel seinen Jab benutzt, hat ein bisschen mehr versucht, präzise zu sein und hat den auch ein paar Mal gerockt, den Mike Perry, aber es war jetzt nicht so ein krasser, der hat ja auch keinen Knockdown gekriegt oder so, aber man hat es schon gesehen, der war schon hurt, der Mike Perry. Der hat auch Aber ein Mike Perry, ja. gutes Chin gezeigt, der Auf Mike jeden Perry. Fall, ja. Genau wie Aber so Mike Danny Perry war halt Roberts. zu krass. Also von der Power her, das hat dann irgendwann Danny Roberts nicht mehr gefallen. Dann ist er Knockout gegangen. Ja, Mann. War auf jeden Fall eine krasse Performance, auf jeden Fall von Mike Perry. Und ich bin mal gespannt, wen er kriegt. Ich habe gehört, das Witzige fand ich, ja, der hat gesagt, ein Top 20 Guy oder so, weil der dann ein Top 30 Guy. Normalerweise, wenn man die Leute fragt, dann sagen die Leute, Sagen ja, gleich gib mir Top 5 Top oder gib 10 mir, I Fighter. wanna take the Die wissen gar finals nicht, wie oder gut die sowas. Top 10 Fighter sind. Ja. Und das war auf jeden Fall eine gute, auch gute Selbsteinschätzung so. Und Ja. da kann er aufbauen. Das ist auf jeden Fall gut, wenn die den so langsam aufbauen, ja. Wo ich auch noch ein bisschen geschockt war, war Leon Edwards gegen Albert Tumanov. So, der Kampf war jetzt nicht wirklich beeindruckend gewesen. Leon Edwards hat Albert Tumanov die ganze Zeit runtergenommen. Cage Pressure hat ihn unten gehalten. Und Tumanov, echt keine Ahnung, Alter. Also Ground Game ist echt Katastrophe. Der schafft es halt auch nicht wirklich nach oben zu kommen, wenn er mal runtergenommen wird. Und ich habe ja gesagt, Leon Edwards tut bei AKA trainieren inzwischen und arbeitet schon sehr hart an seinem Wrestling. Hat man auch hier gesehen. Der hat ihn halt die ganze Zeit runtergenommen und ihn am Boden gehalten. Sein Striking war auch gar nicht mal so schlecht. Und ja, das ist halt echt blöd für Tumanov. So, wenn er halt echt mal am Boden liegt, so hat er solche Schwierigkeiten aufzustehen. Das ist halt echt schlimm, schlimm anzuschauen. Ja, in der zweiten Runde konnte der es ja eigentlich gut verteidigen, so habe ich gesehen. Aber dann in der dritten Runde war der, ich weiß nicht, war der müde oder irgendwas war da. Auf jeden Fall, als er auf dem Boden lag, war es dann vorbei. Und das ist halt echt schade, weil, wie du schon sagst, im Striking ist er sehr gefährlich. Aber was auf dem Boden da passiert, das ist einfach,
Da muss er richtig krass dran arbeiten, weil so kommt er auf jeden Fall nicht sehr weit. Weil die ganzen Top Ten Guys, wenn man es gesehen hat, Gunnar Nelson und so, die sind alle gut in allen Bereichen. Vor allem im Wrestling und Ja. wenn dann so einen Gegner kriegst, der fässt dich einmal an und du liegst am Ja. Boden. Der wird Das ist echt. deinen Arsch Ja. zu Boden schleudern. Und ja, wenn du da keine Takedown-Defense hast, beziehungsweise wenn du nicht weißt, wie du einfach da aufstehen musst in dem Moment oder wie du dich zu verteidigen hast am Boden, ist halt auch scheiße, wenn du echt 5 Minuten am Boden liegst, den ganzen Fight, dann verlierst du halt den Kampf. Ja, das ist immer mit der Eindimensionalität, wie du immer sagst, auch wie bei Leuten bei Diego Sanchez. Man weiß, was die machen wollen. Und dann versucht man es halt zu kontern. Und man weiß, wie man es kontern kann. Und dann haben die Leute halt ein Problem, weil irgendwann 15 Minuten sind lange. Wenn du die in der Zeit nicht ausnocken kannst, irgendwann kriegen die dich runter. Mindestens einmal. Ja, bei der Main Card, Mirsad Bektic hat auch kurz einen Prozess gemacht mit Ja. Russell Doane. Das habe ich auch schon vorher gesagt. Mirsad Bektic ist ein krasses Talent, kommt ja von ATT, hat auch lange nicht mehr gekämpft. Und ja, der hat ja wirklich Russell Doane auseinandergenommen. Also in allen Aspekten, hat ihn auch 4-mal runtergenommen im Kampf. Der Kampf ging ja nur eine Runde und hat ihn dann nach 3 Minuten submitted. Der Doane, der lag da echt die meiste Zeit am Boden und der wusste gar nicht, wo links und rechts ist, glaube ich, was abging. Bektic ist echt krass, wirklich. Also super Junge und ich hoffe mal, der kriegt jetzt mal so ein, ja, Top 10 Fighter, Top 15, sowas. Es hätte auf jeden Fall verdient und das Talent hat er auf jeden Fall dafür. Ja. Genau. Okay, dann, wo ich auch ein bisschen geschockt war, war Sam Preux gegen Okay. Manuwa. Ich dachte, du redest zuerst über Struve, über unseren Mann Struve, dass der gut gekämpft hat. Echt gute Performance, muss ich sagen. Also, Omiyelandchuk hat es versucht, ranzugehen. Am Anfang war der ein bisschen. Am Anfang hat er es sogar teilweise geschafft. Er hat ein paar Mal Struve Ja. getroffen, wo ich gedacht habe, ey, Struve, lass dich jetzt nicht ausnocken oder so Das blöd ausnocken. dachte ich Aber der mir hat auch. dann schon auch gutes Kinn bewiesen und so und dann, ja. Ja, dann hat Struve den dann. Wie war denn das? Der hat den, glaub, einfach gegen den Cage gepressured und dann auf den Boden gekriegt. Und als er auf dem Boden war, konnte der sein. Eine Submission, was war denn das? War es ein Dart-Choke? Kann es Ich glaube, sein? ein Joke war das gewesen, Ja, war aber auf jeden Fall ein Choke. Auf jeden Fall sehr gute BJJ-Skills von Stefan ja, Struve da gezeigt. schöner Sieg auf jeden Fall von Struve. Ja. Und ja, ich wollte ja zu Sam Preux gegen Manuwa kommen. Ja. Ich war so geschockt, hey. Alter, Owen Sam Preux wurde echt ausgenockt von Jimmy Manuwa, das ist nicht dein Ernst, Mann. Owen Sam Preux, was machst du für einen Scheiß? Hast du den Kampf gesehen? Ja, Hast du den klar, Kampf aber. gesehen? Schade, Mann, Mann. Alter, ist so schade, Mann, das ist so, so schade. So, ich habe auch, gut, in dem Kampf habe ich gemerkt, klar, beides sehr gefährliche Striker. Owen Sam Preux ist ja natürlich auch ein guter Wrestler, hat ja auch versucht, sein Wrestling einzusetzen. Der hat ja auch in seinen letzten Kämpfen gerade wegen Wrestling verloren. Deswegen hat er auch sehr, sehr hart an seinem Wrestling gearbeitet, weil er, glaube ich, hat er früher Highschool auch gewrestelt und so. Also er hat auch ein bisschen Wrestling-Background gehabt. Problem war dann, also im Kampf hat er Jimmy Manuwa ein paar Mal zu Boden bekommen, sah auch ganz gut aus. Aber irgendwann hat Jimmy Manuwa dann auch das gut predikten können und hat auch gute Takedown-Defense gezeigt. Also er konnte ihn ja nicht immer runternehmen. Und da hat man schon gemerkt, okay, Jimmy Manuwa will einen Stand-Up-Fight hier machen, der will den Kampf dreckig machen, der will ein Striking-Match machen. Und dann ist mir immer aufgefallen, so Owen Sam Preux, der hat ja so eine Stance auch und so eine Haltung, dass er seine Hände immer unten hat und die ganze Zeit, weißt du, und das sah echt so katastrophal aus, wo ich dann auch manchmal gesagt habe, Alter, nimm deine Hände hoch, man macht keinen Scheiß, man wie bei Rockhold gegen Bisping. Und der hat auch irgendwie, gab es auch irgendwie so ein paar kurze Momente, wo der auch die Hände mal unten hatte. Das ist halt die erste Regel beim Boxing so, du musst deine Hände oben lassen, auch die Deckung. Gut, das ist halt so sein Kampfstil ein bisschen, der lässt die halt unten, dass er die halt sofort dann wie eine Rakete schwingen kann von diesen unorthodoxen Angles, diese Winkel, die er halt immer benutzt und wo auch häufig auch Leute ausknockt durch diese Uppercuts und so. Und ja, also dann, glaube ich, wenn er in der Sequenz die Hände unten hatte, hat dann Jimmy Manuwa eine gescheuert, aber richtig. Und Boah, das war der hat ihn brutal, ja. übelst, übelst KO'd, aber übelst. Das sah richtig schlimm aus. Und dann bei der Siegeszeremonie quasi, wo dann eben gesagt worden ist, dass Jimmy Manuwa gewonnen hat, ich glaube, lag Owen Sam Preux immer noch bewusstlos hinten oder so. Ich dachte auch so, Alter, der hat ihn gerade gekillt oder so. Also so schade, Mann. Also Owen Sam Preux weiß nicht, Mann. Der darf da nicht auch so gegen einen gefährlichen Striker wie Jimmy Manuwa die Hände nicht unten lassen. Und hat mir ein bisschen, ja, in meinem Herzen wehgetan. So hätte nicht sein müssen. Ich hätte eher eigentlich eher gern gewollt, dass Owen Sam Preux hier gerade nach seinen Niederlagen gegen Jon Jones, gegen Ryan Bader und so hier ein bisschen wieder was gut macht und
ja, quasi das gut macht und Jimmy Manuwa hier KO't oder halt, ja, der einfach den Kampf gewinnt. Aber ja, so kann es halt auch laufen. Schade für Simpru und ja, gut halt für Manua. Was soll's. Ja. Gut. Willst du noch was zum Co-Main-Event sagen? Weil sonst kommen wir direkt zum Main-Event. Nee, Musashi hat gegen Belfort gewonnen. Ja, Belfort ist inzwischen gefühlte 60 Jahre und über den macht eh noch jeder Witze wegen seinem TRT und so. Ja, kein Plan. Es war auch irgendwie klar, dass Musashi gewinnt. Man, Habe ich mir auch Belfort kein ist halt. anderes Ergebnis vorgestellt, Belfort ist ehrlich halt gesagt. gefährlich immer in den ersten Sekunden so. Da ist halt, weil er ein sehr explosiver Fighter ist. Und wenn ihn da mal rum sind, wenn er ein bisschen, da wird er ein bisschen müde. Und ja, dann knallt's, ne? Da verliert er meistens die Kämpfe durch Knockouts oder durch Submission. Ja, jetzt heißt halt für Musashi auch, der kriegt sicher jetzt einen besseren Gegner. Ich bin mir sicher, der kriegt vielleicht sogar den Verlierer von Rockhold Whiteman oder von, nee, nicht von Rockhold Whiteman, sondern von Whiteman Romero oder von Rockhold gegen Souza. Das könnte sein, weil das wäre auf jeden Fall ein guter Fight für Musashi und Musashi ist auch bereit für die Top 5. Also der ist auch bald bereit für einen Title Shot, sehe ich so. Also ich hätte gerne Musashi gegen Uriah Hall 2. Dann, wenn Uriah Hall ihn wieder KO't, dann raste ich wieder aus. Durch so einen wunderschönen Knockout. Ach, das war geil. Der erste Kampf war so Hammer gewesen. Ja, Das jetzt war mal schauen, wirklich wie die du schon gesagt Performance, ja. hast. Also der wird bestimmt schon einen guten Gegner kriegen als Ja. nächsten. Ist auch auf jeden Fall gefährlich. Ist auch ein sehr gutes Striking. Ja, es kämpft auch sehr intelligent. So Ja. geht nicht wirklich viele Risiken ein. Also ja. Ja, deshalb hat den auch Uriah Hall surprised, weil der damit nicht gerechnet hat, so. Genau. Ja. Gut. Hast du das Main Event gesehen? Teilweise, nicht alles. Ich habe halt dann am Ende gelesen, dass halt irgendwie die Decision sehr kontro sehr, also was ist sehr, weil dass sie halt ein bisschen kontrovers war, dass der Kampf halt auch für Dan Henderson gescored hätte können. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht jede Runde angeschaut. Er hat wirklich den ganzen Kampf angeschaut. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war jetzt auch nicht so excited auf den Kampf, wenn ich ehrlich bin, so, weil der Henderson war auf seinem Weg nach draußen. Ja, Michael Bisping, weiß ich nicht. Schaue ich nicht immer so gerne zu beim Kämpfen, muss ich sagen. Und ja, ich habe also ab und zu mal reingeschaltet, so war jetzt aber auch nicht so ein, weiß nicht. Also meiner Meinung nach war das echt eine krasse Ja, Performance nee, von Dan Henderson. Es war ein guter Fight, auf jeden das war Fall. schon ein guter Fight gewesen, aber weiß nicht, keine Den Ahnung. hättest du sehen können. Also Ich habe gezockt da, glaube ich. grundsätzlich war das halt das Problem. Die erste Runde, man hätte Dan Henderson schon eine 10-8-Runde geben können. Nachdem der den Knockdown gekriegt hat gegen Bisping, der hat dem eine richtige Bombe gegeben, hat der richtig viele Follower-Punches gemacht und Bisping war kurz vorm Aus. Also er hat Das noch weiß ich auch noch, das durchgehalten, weiß ich auch noch, aber ja. war kurz vorm Aus. Also man hätte das locker eine 10-8er-Runde geben können. Da sind sich viele Leute einig. Und dann geht's halt so, die zweite Runde hat eigentlich Bisping dominiert, bis er den Knockdown kassiert hat nochmal. Hat er nochmal eine Bombe von Henderson gefressen. Und dann dritte und vierte hätte ich auf jeden Fall an Bisping gegeben. Und dann die letzte Runde hätte ich vielleicht sogar noch Dan Henderson gegeben. Hat noch kurz einen Takedown gekriegt. Dan Henderson hat den ganzen Fight besser gekämpft, als ich erwartet habe. Also ich hätte nicht erwartet, dass der im Stand-up seine guten Sachen zeigt, seine guten Seiten. Der war aggressiv, der wollte es. Es war auch sein letzter Kampf natürlich. Ist noch mal ein bisschen mehr Wille drin. Und Mike Bisping, muss man auch sagen, hat ein gutes Kinn bewiesen, weil diese Bomben, die der gefressen hat, hätte, glaube ich, nicht jeder ausgehalten. Ja, ansonsten, es ist halt die Sache. Die erste Runde, man hätte dem ganzen Fight einen Draw geben können, aber das wollte wahrscheinlich keine Sau. Ein Draw ist natürlich auch scheiße. Ich hätte es aber auch gesehen, wenn man Dan Henderson den Fight gegeben hätte. Jetzt hat man es halt Michael Bisping gegeben, vielleicht auch ein bisschen Championship-Bonus oder Champion-Bonus, wie Robbie Lawler ein paar Mal gekriegt hat Condit. gegen Condit zum Beispiel, ja. Aber Ja. ein guter Fight, super Performance von Dan Ja, Henderson, also so rauszugehen. die Und man erste. sieht sie auch an den Gesichtern, also das ist ja das Krasseste. Das stimmt, ja. Also die erste Runde habe ich auch gesehen. War auch schon echt krass gewesen. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass der Kampf langweilig war, aber keine Ahnung. Ich war halt nicht so excited einfach auf den Kampf gewesen. So. Ja, gibt's. Ich bin jetzt nicht wirklich Fan von den beiden Fightern. Ja, aber halt krass, Alter, sah halt echt so aus, dass Dan Henderson in der ersten Runde den Kampf gewinnt, so und Champion wird. Ich hätte mich echt totgelacht. Aber jetzt das Gute ist, ich meine, Michael Bisping hat gewonnen und ich glaube,
vor dem Fernseher hat sich so Chris Weidman und Luke Rockhold und Joel Romero die Finger geleckt, so wie so eine Bestie, wie so ein Tier. Und haben so zu Michael Bisping und Fernseher gesagt, so, weiß ich bestimmt zu sich selber, oh, ich bring den um, Mann, ich werde ihn auseinandernehmen. Also ich glaube, die können es kaum erwarten, gegen die zu kämpfen, Mann. Ja, wirklich, die waren bestimmt so vor dem Fernseher auf Knien. Und ja, also Michael Bisping, tut mir leid, der nächste Gegner, den er bekommt, der nächste Gegner wird den umbringen. Also ziemlich sicher. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wen der kriegt, weil... Wenn sie natürlich richtig kämpfen. Ja. Wenn sie nicht so einen Scheiß machen. Rockhold ist ja selber schuld, weil der Scheiß, die der da abgezogen hat, hat es ja, nicht klar. Anders verdient. Ja, klar, das sowieso. Wer jetzt da halt gewinnt, ist halt interessant. Entweder die beiden Fights sind ja sowieso krass. Chris Weidman gegen Joel Romero und Jacare Souza gegen Luke Rockhold. Die beiden... Ich weiß nicht mal, wer dann den Title Shot kriegt. Ob die Gewinner der beiden Fights dann nochmal gegeneinander kämpfen? Also. Oder ob einer spezieller jetzt den Title Fight kriegt? Also, ich glaube, Luke Rockhold wird gewinnen gegen. Souza. Gegen Souza. Chris Weidman wird gewinnen gegen Joel Romero. Und Chris Weidman wird dann um den Titel kämpfen gegen Michael Bisping. Und Weidman wird dann Bisping submitten. Das weiß ich jetzt schon, also kann ich euch auch schon drauf wetten. Also, Weidman submittet Bisping. Und dann wird er ein Champion und danach wird es Whiteman gegen Rockhold geben. Okay, glaubst du also nicht, dass Rockhold zuerst den Title Shot kriegt, wenn er gewinnt? Ja, stimmt, das ist auch eine Frage. Nee, also nachdem er so dumm gekämpft hat, der hat es nicht verdient, sage ich. Kein Plan. Ich hoffe, Whiteman kriegt den. Wie gesagt, er submittet dann Bisping, weil Bisping schwer auszunocken ist. Und danach kommt Rockhold und danach gibt es Revenge für Chris Weidman. Der wird sein Rächen von dem ersten Kampf, Alter, wo er diesen dummen Fehler gemacht hat, diesen Spinning Backkick, sloppy Spinning Backkick, wo er aus seinem Arsch gelandet ist und einen Kampf verloren hat, was ihm bis heute noch wehtut. Und da wird dann Chris Weidman Rache nehmen und ja, seinen Titel verteidigen dann. Ja, dieser eine Spinning Backkick, der echt den ganzen Fight gedreht hat, unglaublich. Ja, es sind meistens echt so kleine Fehler, die gerade bei so einer Liga, bei so einem Skill-Level, so ganz, ganz kleine Fehler, die schon so viel ausmachen, das wird dann wirklich ausgenutzt und die knocken dich dann halt aus, ne? Ist oder klar, submitten die nutzen dich. Die Chance, ja. Die sind halt so gut. Ja. Gut. Gut, dann kommen wir zur nächsten UFC Fight Night und zwar in Mexico City, in Mexiko. Sehr gut, Yannick. Sehr gut, da ist das Main Event Rafael Dos Anjos gegen Tony Ferguson. Aber wir beginnen mit dem ersten Fight der Karte und zwar Chris Avila gegen Enrique Barzola. Was weißt du über die beiden Fighter? Ja, was ich noch kurz sagen will, also es gibt auch ein paar Fighter so auf der Fightcard, die sind ja teilweise noch auch für mich unbekannt und für dich ja auch, da können wir nicht viel dazu sagen, ist ja auch nicht weiter schlimm so. Die Fäuste von denen, der Kampf wird dann, glaube ich, mehr sagen, wenn wir es dann anschauen. Ja. Also Enrique Barzola, habe ich gelesen, der war bei TUF Latin America 2 gewesen, bei dieser Sendung und hat dann, glaube ich, Guy Terris gewonnen oder so, ist dann aber irgendwann ausgeschieden, hat so ganz solides Wrestling und Boxing, jetzt nicht so gut, aber so Standard halt, so normal. Sein Gegner Chris Avila kommt ja vom Stockton Camp, von Tour 9, von den Diaz-Brüdern, was auch krass ist, also nicht nur, dass er auch so wirklich ähnlich, also so groß ist wie die und lange Arme und so dünn, und auch den gleichen Kampfstil hat, weißt du, der kämpft auch fast gleich wie die Diaz-Brüder. Also nicht nur, dass er so trainiert mit denen, der tut sogar auch noch, Alter, in Interviews gleich reden wie die. Mich hat das so geschockt, als ich das gesehen habe, als Ariel Helwani den interviewt hat. Der hat 1:1 wie Nick und Nate Diaz geredet, mit diesen Pausen und mit diesen, weißt du, wo du denkst, Alter, hat irgendwie vielleicht irgendwie, weiß nicht, Sprechproblem oder so, weißt du, kann ja sein, ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so, der hat 1:1 gleich wie die geredet und so, das war krass, Mann, ich dachte echt so, was geht jetzt ab, aber ja, trotz dessen ist er natürlich ein guter Fighter, ist ja auch ein sehr, sehr gutes Camp, ja, wie schon gesagt, hat halt auch gute Kondi auch, gutes Boxing und ich sag, Chris Avila wird den Kampf hier gewinnen. Ja, also grundsätzlich zu Barzola weiß ich noch, er hat einen letzten Fight gehabt, den habe ich aber nicht angeschaut, der war ziemlich kontrovers, auch wieder so eine Decision-Geschichte und er hat gemeint, er hätte gewinnen sollen und ich glaube, viele Leute sind sich da auch einig, dass er hätte gewinnen sollen, aber gut. Jetzt beim Chris Avila, der hat ja gegen
den guten Artem Lobov gekämpft. Und das war eigentlich eine nicht so gute Performance von Avia. Ich glaube, alle bei Tour 9, ich weiß nicht wieso, aber keiner trainiert da, wie man Leg Kicks checkt oder wie man dagegen ankämpft, weil der hat genau das gleiche Problem gehabt wie Nate oder wie Nick. Jedes Mal kassieren die so viele Leg Kicks. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Denken die sich im Camp, ja egal, das braucht man nicht. Ja, aber Lobov hat es eingesetzt. Er hat zum ersten Mal in seinen Fights Kicks eingesetzt, glaube ich. Ich weiß nicht, was da passiert ist bei Artem Lobov. Ah ja, das wird jetzt vielseitig. Ja, und der hatte ein bisschen Angst gegen Lobov. Das war echt komisch. Der hatte Probleme mit der Pressure. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Gegner lag. Aber ansonsten, Chris Avila kämpft halt mit seiner Länge, so wie Nate und Nick. Und normalerweise, ja, der hat eigentlich schon gute Voraussetzungen. Gutes BJJ, ein gutes Cardio, ein gutes Camp. Ich denke, er wird gewinnen gegen den Barzola. Falls nicht, dann, ja, dann sehe ich auch keine Hoffnung mehr für den zunächst, für den Avila. Aber der ist ja erst 23 oder so. Okay, dann kommen wir zum nächsten Kampf. Und zwar Marco Polo Reyes gegen Jason Novelli. Vom Jason Novelli weiß ich, der ist ein Striker, der ist auch ziemlich groß für seine Gewichtsklasse und hat auch schon eine krasse Reach. Hat aber in seinem letzten Kampf gegen David Timur verloren in der zweiten Runde durch TKO. Der David Timur kommt ja aus Schweden, den kennen wir ja noch von der Tough-Sendung mit McGregor und so. Und ich glaube, über seinen Gegner kannst du mehr sagen, oder? Marco Polo Reyes? Ja, der hatte so einen richtig krassen Fight gegen Dong Hyun Kim, aber den anderen Dong Hyun Kim, nicht Stungun. Ja, weiß ich. Das war ein brutaler Fight, da beide haben sich gegeben. Es war auch Fight of the Night gewesen. Genau, es war Fight of the Night. Die waren beide Knockdowns, es war ein brutaler Fight, aber es war wie so ein Dogfight und ich glaube, es hat den Marco Polo Reyes auf jeden Fall weitergebracht. Der hat halt ein aggressives, also eine aggressive Art, es hat ein gutes Boxen, ist auch bereit für einen Brawl und sein Kinn hat gut durchgehalten gegen den Dong Hyun Kim, obwohl der sehr viele Bomben gefressen hat. Also er kann auch was abbekommen und dann dafür zwei geben. Ist aber auch so ein mexikanisches Ding, so wie bei den Boxern. Die nehmen gerne drei Schläge, um einen zu geben, der dann halt devastating ist, der Shot. Und sein Gegner Novelli, der ist ja Amateurboxer, kennt Box seit 2000. Der sieht aus wie 25 auf dem Bild. Ah, der ist 37, habe ich krass, gelesen. Gell? Das ist unglaublich, ja. Ja, und der hat halt gegen Taymor, hat er halt verloren, aber Taymor ist halt auch 50-1 bei Kickboxen oder so. Da hat der Jason Novelli probiert, den gegen Cage zu kriegen und ein bisschen Takedowns zu machen, aber dann irgendwann hat er so eine Bombe gefressen von David Taymor, das hat dann auch nichts mehr gebracht. Der war da echt noch unterlegen, was Taymors Legkicks und sowas angeht. Was auch witzig ist, der Nickname von Jason Novelli ist der Pepsi, ja. Weil, also wie das Getränk, weil der hat früher für Pepsi gearbeitet. Der kam dann immer in seiner Pepsi-Uniform zum Gym, weißt du? Und da haben die Leute zu ihm gesagt, ah, da ist Pepsi wieder. Und so, weißt du? Das ist geil. Das ist richtig witzig, Mann. Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Fight. Und das ist Sam Smilin Alvey gegen Alex the Spartan Nicholson. Ja, auf den Fight freu ich mich schon, schon besonders eigentlich, weil beides ja, ich sag mal, ungefähr so gleiche Fighter sind vom Dings her, vom Stil her, beides gefährliche Striker, aber ich würde sagen, natürlich Sam Alvey viel, viel gefährlicher und vor allem Sam Alvey hat ja auch in seinem letzten Kampf gegen Kevin Casey gewonnen. Ja. Kevin Casey ist ja so ein Running Gag bei uns beiden, Alter, und ja, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, der Nicholson ist ja auch ein Striker, sein Wrestling weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube, nicht so gut, aber Alvey hat ja eine gute Takedown-Defense, also ich würde auch hauptsächlich also sagen, dass Nicholson hauptsächlich ein Striker ist, so wie Sam Alvey. Und ich glaube aber halt, dass Sam Alvey viel viel schlimmer ist im Stand-Up. Also ich sag mal, viel mehr Power hat im Striking und dass Sam Alvey, wie auch viele andere seiner Gegner, den Alex Nicholson ausnocken wird. Ja, Nicholson hat ja auch gegen Serkunov seinen ersten Fight, glaube ich, gehabt. Und Serkunov ist auch wieder gerade ein anderes Level. Aber es war auch, glaube ich, eine Gewichtsklasse höher. Danach hat er gekämpft gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen es war. Ich glaube, es war ein No-Name, oder? Kein bekannter Fighter. Doch, gegen Jared, war es nicht gegen Jared Sanders. Ich glaube, auf jeden Fall war es eine gute Performance. Aber eine gute Performance in dem Sinne, dass sein Kinn richtig gut ausgehalten hat, weil auf dem Boden, als er von Sanders auf den Boden gebracht wurde,
Da hat der so viel kassiert. Also der hat richtig Probleme, was auf dem Boden angeht. Nee, es war Devin Clark. Okay, sorry. Auf jeden Fall hat er trotzdem viele Schläge kassiert und sein Kinn hat sich gut bewiesen. Aber halt seine Takedown-Defense ist halt Katastrophe. Habe ich mir schon fast gedacht. Und ja, aber er hat halt Power. Er hat seinen Gegner dann ausgenockt und hat halt dann gegen Devin Clark gewonnen und nicht gegen Jared Sanders, wie ich gerade gesagt habe davor. Sorry. Okay, gut. Ja, ich denke einfach, dass Sam Alvey den ausnockt. Ich denke auch, dass Sam Alvey gewinnen wird. Yannick, willst du jetzt lachen? Ja, sag an. Okay, der nächste Kampf ist ja Henry Briones gegen Douglas Silva, der Andrasch. Ja. Und jetzt schau dir mal das Bild an von Douglas Silva, der Andrasch auf der UFC-Seite. Ach verdammt, die haben's. Siehst du das? Sie haben den voll groß gemacht, oder? Kann Das das sieht voll sein? komisch aus, gell? Ja, das eine ist viel zu nah und sein Gegner ist viel weiter weg. Das sieht voll komisch aus, ja. Da sehen die Beine aus wie so ein Hobbit, Alter. Wie von einem Hobbit. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Müsst ihr auf der UFC-Seite schauen. Das Das habe ich mir aufgeschrieben. Also, dass es witzig aussieht, Sie ich haben echt ein glaube, komisches Bild ausgesucht. Aber ich sag jetzt schon mal von Anfang an, ich weiß gar nichts von beiden Fightern, tut ich mir kenne leid. keine Ahnung, das ist noch. Ich glaube, beide Fighter sind No Names. Ich kann leider auch nicht zu sehen sagen. Ich sag nur, das Bild sieht echt geil aus. Und bitte geht auf die UFC-Seite, auf der Fightcard und schaut euch Douglas Silva, der Andrasch, sein Bild an. Oh Mann, das sieht so witzig aus, wo wie er da steht. Er sieht aus wie so, der hat da so Hobbit-Füße. Das sieht richtig witzig aus. Ja, ich glaube, dann ist dein Favorite für den Kampf Douglas Silva der Ja, klar. Andrasch. Der wird den Okay. Arkenstein benutzen, um gegen Henry Briones zu gewinnen, Alter. Okay. So, der nächste Kampf. Eric Montano gegen Max Griffin. Yannick, weißt du was über die Fighter? Ja, und zwar Max Griffin hat ja sein Debüt gemacht, vor, ich glaube, 2 Monaten war das, hat leider verloren. Aber ich weiß noch, dass ich mir aufgeschrieben habe damals, dass er ein gutes Counterboxen hatte, hat aber allerdings Probleme gegen Takedowns und das wurde dem zum Verhängnis. Aber an sich ist der Max Griffin ein talentierter Junge, der hat Power in seinen Händen, Ich glaube, der der hat hat nicht halt, so glaube gute ich, einen zu Takedown-Defense, guten, oder? Kann das sein? der hat nicht gute Takedown-Defense und das war das Ja. Problem. Der hat gegen Colby Covington gekämpft, aber Colby Covington ist halt ein sehr gutes Talent so. Auch wenn ich letztens gesagt habe, dass Max Griffin gewinnt, weil ich ein bisschen gehypt war auf den Jungen. Jetzt kämpft er allerdings gegen Eric Montano. Und Montano, der hat halt bessere Takedowns auf jeden Fall. Ein solides Ground Game. Auch Striking war nicht schlecht. Der hat ja gegen Randy Brown gekämpft. Genau. Ja, und Der war ja da hat sogar am Gewinn er, gewesen. genau, der war die ganze Zeit am Gewinnen, aber hat dann Scheiße gebaut beim Takedown-Versuch. In der dritten Runde war das, ne? Er hat durch Genau. Submission verloren gegen Randy Gegen Brown. Guillotine, ja. Der hat irgendeinen Scheiß gebaut bei dem Takedown und dann hat er verloren. Was ich mir aber aufgeschrieben habe, der Eric Montano, der war ja auch bei Dings gewesen, bei dieser Tough-Sendung, Let's in America 2. Und da hat er sogar auch gegen Enrique Marin gewonnen. Ja, krass. Enrique Marin, weißt du noch, seinen Kampf gegen Sage Northcutt. Boah, Ja. der Enrique hat richtig gut gekämpft, Alter. Und der hat ja den Kampf verloren gehabt dann am Ende. Und der Enrique, der wurde jetzt von der UFC gecuttet. Wusstest du das? Das wusste ich Das nicht, ist ne? krass, Alter. Das ist echt heftig, Mann. Enrique Marin, ja, Mann. Ja, krass. Der hat echt gut gekämpft und gegen Sage Northcutt, den haben die einfach gecuttet. Der, vor allem krass, weil der Eric Montano ist ja auch ein guter Fighter. Also der hat schon gegen Marin gewonnen, das ist auch Ja. nicht Yeah. schlecht. Und jetzt hätte er, ich sag eigentlich, normalerweise gibt es kein eigentlich bei UFC, aber der hat halt die ersten 2 Runden dominiert so. Er ist auf jeden Fall ein guter Fighter. Ja, ich Hat glaube auch, halt ich denke auch, dass Scheiße gebaut. Eric Montano hier den Kampf gewinnen wird. Auch Ja, vielleicht durch Takedowns oder ja. so, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, wir sehen eine bessere Performance von Max Griffin. Er wird halt die Probleme haben gegen Takedowns und Eric Montano wird das wahrscheinlich ausnutzen. Okay. Das wird problematisch für Max Griffin. Gut, von Marco Beltran gegen Guido Canetti. Ja. Okay. Weißt du, also ich weiß von Beltran, dass er ein echt gutes BJJ hat. Der hat jetzt in seinem letzten Kampf gewonnen, hat seine gute lange Reach und seine. Der ist ziemlich groß für die Division, für 135. Und der hat auch ziemlich lang gekämpft. Also der hat so eine lange Stance, so ein bisschen Taekwondo-mäßig. So ziemlich seitlich, damit er seine Reach ausnutzen kann. Hat es in seinem letzten Fight nicht schlecht gemacht. Und hat auf dem Boden dann gezeigt, was er kann, weil dem sein BJJ war auf jeden Fall gut. Er hat dann den Gegner durch einen Scramble
ist er irgendwie in Back Control gekommen und hat dann Rear Naked Choke gemacht. Das war auch gut. Sein Gegner Canetti, weiß ich nichts. Nur, dass der, ich glaube, vor 2 Jahren das letzte Mal gekämpft hat oder vor 1,5 Jahren. Also kann ich leider nicht zu Guido Canetti sagen. Der Canetti hat gegen Hugo Viana gewonnen in seinem letzten Kampf. Mhm. Ich glaube, sein Striking ist so ganz okay. Ist halt ein Striker hauptsächlich. Mhm. Und das ist halt Striker gegen BJJ, würde ich sagen, vom Style her. Gegen ja. BJJ-Fighter quasi. Ja, ich denke, Beltran wird aber gewinnen. Also so meine Prediction. Wenn ich entscheiden müsste, ja. Okay. Beltran, ja. Okay, dann auf den nächsten Kampf, oder beziehungsweise auf diesen Kampf bin ich schon viel, viel mehr gehypt. Ja. Und zwar ist es Eric Perez gegen Felipe Arantes. Perez ist ja ein Greg Jackson-Fighter, was mich sehr freut. Eines der besten Gyms auf der ganzen Welt. Und sind ja auch die besten Fighter dort, trainieren dort. Perez ist ein Striker, hat aber inzwischen auch sehr gute Takedowns. Hat er sich angearbeitet, hat man gemerkt, so da steckt die Arbeit von Greg Jackson und Mike Winklejohn drin. Sonst in seinem letzten Kampf hat er sogar gegen Francisco Rivera gewonnen durch Decision. Der Rivera ist ja auch eigentlich kein einfacher Gegner. Mhm. Hat ja aber, ich kann mich nicht mal an den Kampf erinnern, aber der hat ihn auf jeden Fall, ich glaube, die Performance war schon gut gewesen von dem. Sein Gegner, Felipe Arantes, den kenne ich durch Dings. Ich glaube, das war ein Boxer gewesen früher oder so. Der hat auf jeden Fall gutes Striking, ist auch sehr athletisch und ich glaube, der ist auch bekannt für sein Ground Game. Also Ground Game ist auch sehr gut. Seine Submissions, da muss Perez auf jeden Fall aufpassen, dass ihn Arantes hier nicht submittet bei einem vielleicht Takedown-Versuch oder so, wenn Perez versucht, ihn runterzunehmen, weil der ist echt gut am Boden, aber sein Striking ist auch gut. Also ich freue mich wirklich auf den Kampf, das sind 2 gute Fighter. Ja, Perez hat, ich weiß noch, wo der damals gegen Brian Caraway gekämpft hat, da hat er auf jeden Fall Probleme gehabt, was Takedowns angeht und was auf dem Boden Fighten angeht. Aber ansonsten ist er exciting anzuschauen, er ist ein bisschen Brawler-mäßig, hat gutes Striking, gefällt mir und ist auch immer besser geworden durch das Training in Jacksons. Aber ja, wie gesagt, also für mich hat er halt immer noch ein paar Lücken auf dem Boden und Arantes wird es wahrscheinlich ausnutzen. Hat sehr gute Kicks, hat auch früher Taekwondo gemacht, so wie ich gelesen habe. Aber das war der Fighter, der gegen Jared Sanders gekämpft hat und nicht, nicht wie ich vorher gesagt habe, der Nicholson. Und Jared Sanders hat den dominiert, aber Arantes hat dann aus der Guard heraus irgendwie einen Armbar gekriegt oder einen Armlock, ich glaube, es war eine Armbar und hat dann Jared Sanders submitted. Auf jeden Fall cool. Cooler Fight. War doch kein Boxer gewesen, wie ich gesagt habe. Nee, soweit ich weiß nicht. Aber ich weiß aber, dass er echt auch ein gutes Striking hatte. Ja, ein gutes Striking dachte ich irgendwie, dass er vielleicht einen Boxing-Background hat oder so, aber ja gut, in dem Fall nicht. In dem Fall Taekwondo. Okay, der nächste Fight ist Alexa Grasso gegen Heather Jo Clark. Frauenfight, Yannick. Ja, zur Clark. Komischerweise, obwohl die schon 2 Fights hatte. Ich weiß nur, dass sie gegen Kowalczyk verloren hat. Ich glaube, die hat ein gutes Striking, solides Striking. Mehr weiß ich leider nicht über die. Ihre Gegnerin, da habe ich mir 1-2 Fights angeschaut. Hat mir sehr gefallen, was ich gesehen habe von der Alexa Grasso. Die war bei Invicta FC, da wo auch früher Cyborg war. Oder im Prinzip die großen oder sehr viele Frauenfighter dort sind. Das ist ja eine richtige Frauenpromotion. Und da hat sie sehr gute Takedown-Defense gezeigt, auch präzise Strikes und Kombinationen. Also was Striking angeht, hat die Alexa Grasso sehr gute Sachen gezeigt. Ich glaube sogar, die Grasso macht ein Upset und gewinnt gegen die Heather Jo Clark. Okay. Ja. Gut. Dann der nächste Fight. Unser Mann Benil Dariush ist back. Yes. Er kämpft wieder, endlich, gegen Rashid Magomedov. Ja. Willst du beginnen mit Benil Dariush? Boah, wenn ich da jetzt mal anfange, Alter, dann höre ich, geht die Ausgabe zu lang. Dann mache ich schnell. fass es kurz zusammen. Okay, ja. Gutes Wrestling, gutes Striking, gute Kicks. Hat James Vick zerstört. Oh ja. Obwohl James Vick
sehr gut ist, was Striking angeht, sehr gutes Boxen, auch sehr groß für die Division gewesen. Benil Dariush hat kurzen Prozess gemacht und gezeigt, wer hier der Chef ist und wer nächstes Mal ein bisschen weniger wrestelt, wenn er eigentlich nur kicken sollte und dem Gegner einen Standard zerpflückt hat, so wie gegen damals Michael Chiesa, dann gewinnt er auch den Fight gegen Chiesa. Genau. 10 von 10 Mal. Da schließe ich mich an. Gut zu Magomedov. Guter Counter-Striker. Letzter Fight war gegen... Ich kann mal in die Schrift nicht gegen lesen. Gegen Gilbert Burns hat er ja gewonnen. Ja, genau. Gegen nach Gilbert Punkten. Burns. Ja, und gute Takedown-Defense, weiß ich noch. Viel Pressure auf den Gegner. Ist auch Master und of Sports in Hand-to-Hand-Combat. Das ist ja so ein Abschluss, den die machen da in Russland. Und World Sambo-Champion wahrscheinlich. So wie alle Sambo-Fighter. Das sind irgendwie alle, komischerweise. Hat auch gute Takedown-Defense und ist auch bisher ungeschlagen in der UFC. Ich glaube, der hat 3-4 Fights gehabt oder so und auch alle gewonnen. Aber mit Benil Dariush wird er es nicht einfach haben. Das wird er auch dann merken. Ich hoffe und ich denke auch, dass Benil Dariush den Kampf gewinnt. Ich denke auch, dass er gewinnen wird. Wenn er keinen Scheiß baut, dann gewinnt er auf jeden Fall. Das macht er schon. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Fight. Das ist Ricardo The Bully Lamas gegen Charles The Bronx Oliveira. The Bronx. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Fight. Ja, da freuen sich, glaube ich, auch so die meisten Leute. Ricardo Lamas wollte ja, ich glaube, war ja gescheduled, dass Ricardo Lamas gegen BJ Penn kämpft. So, dann, was ja eh so, sowieso totaler Schwachsinn ist, der Kampf. Sowieso einfach Verschwendung an Ressourcen, an Fightern. Das ist einfach so unnötig, der Kampf. Ich meine, nichts gegen BJ Penn oder so, das ist ein super Fighter. Ich habe den auch früher sehr, sehr gemocht. Ich mag den immer noch. Es muss nicht sein, wenn er schon retired ist, nach ewigen Jahren und dann wieder zurückkommt. So. Der ist halt auch älter geworden, ist auch nicht mehr der Jüngste. Und wem will er was beweisen, wenn er jetzt wieder zurückkommt? So, er wird ja eh nicht mehr Champion und das ist einfach unnötig. Und so Leute wie Ricardo Lamas sollten gar nicht gegen Leute wie BJ Penn kämpfen. Das ist einfach Verschwendung an Ressourcen. Da sollte man lieber genau solche Kämpfe eben ansetzen. BJ Penn hat sie auch dann verletzt gehabt. So. Und jetzt ist Charles Oliveira eingesprungen. Natürlich ein sehr, sehr besserer und viel gefährlicher Gegner. Ja. Charles Oliveira ist ja bekannt so für sein Jiu-Jitsu, besser gesagt für sein offensives Jiu-Jitsu. Und auch hat meistens deswegen auch wirklich exciting Fights, hat gute Takedowns, hat aber letzten Kampf leider gegen Pettis verloren durch Submission, was auch echt krass war. Ricardo Lamas, würde ich sagen, ist ein Allround-Fighter, kann eigentlich alles gut, hat, glaube ich, einen Wrestling-Background. Der tut sich aber so ein bisschen schwer, meistens gegen namhafte Gegner, wie zum Beispiel bei seinem letzten Kampf gegen Max Holloway. Boah, das war ein übler Kampf gewesen. Das war ein brutaler Fight, ja. Da hat Max Holloway den echt zerpflückt, auch im Stand-Up, und der hat auch krasse Takedown-Defense gezeigt. Der Max Holloway, der ist echt bei einem, also der hat so einen krassen Run gerade, der Max Holloway. Der wird bestimmt auch noch irgendwann für einen Titel kämpfen. Und der Max Holloway tut ja auch auf Twitch streamen, habe ich dir schon mal gesagt, gell? Ja, das hast du mir gesagt. Ich follow den sogar, Alter. Blessed MMA auf Twitch. Der zockt da, glaube ich, Rainbow Six und sowas, Alter. Keine Ahnung. Ja, voll cool. Auf jeden ja, Mann, voll geil. Und ja. Also, ich bin mal sehr, sehr gespannt auf den Kampf. Und ich sag mal, Kampf auf Augenhöhe, ne? Beide Fighter richtig, richtig gut. Und ich bin mal gespannt, so was die hier so zaubern. Was für Spells die zaubern, Yannick? Was für Feuerbälle? Ja, also wetten würde ich auf den Fight nicht, weil das für mich 50-50. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin halt gespannt, weil Ricardo Lamas meistens durch sein gutes Wrestling halt punkten kann, aber gegen Oliveira wird es halt problematisch. Ja, selbst wenn er ihn runternimmt. Ich meine, Oliveira hat wirklich so gut BJJ. Der muss echt aufpassen, dass Lamas nicht submitted wird hier. Ja. Du Keck. Ich. Du Kecko. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Fight. Ich lasse mich da gar nicht irgendwie beeinflussen. Das wird ein brutaler Kampf. Alles klar, du Keck. Let's go. So, über Co-Main Event weigere ich mich zu reden. Ich weiß nicht über den Martin Held. Martin Held, kennst du nicht Martin Held? Nein. Also der Kampf erstmal ist ja für unsere Zuhörer Diego Sanchez gegen Martin Held. Der Martin Held, ich habe es mir sogar aufgeschrieben gehabt, ich kenne den ja auch, der kommt von Bellator, wenn ich mich recht erinnere, ja. Okay. Ist ein Bellator-Fighter, ist eines der krassesten Grappler, die ich je gesehen habe. Also kommt ja ursprünglich aus Polen, kämpft halt eben
bei Bellator und der hat da so gut wie jeden auseinandergenommen. Ich glaube, hat wirklich, ich glaube, er hat ein paar Niederlagen gehabt, leider, aber wirklich nur gegen sehr, sehr gute Fighter. Gegen sehr, sehr gute Fighter, auch wie Leute wie, ich glaube, Will Brooks und so. Aber sonst hat er wirklich die meisten seiner Gegner submitted. Also der hat krasses Grappling-Game und krasses BJJ. Also ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, der wird sich auf jeden Fall überraschen. Ich glaube, der wird dann, so wie es sich anhört, wird er gewinnen gegen Diego Sanchez. Über Diego Sanchez, ja. Da mache ich kurz eine Schweigeminute. Ne? Alter, so, keine Ahnung, ich habe es echt satt, so über den zu reden. Ich sag, Marcin Held wird Diego Sanchez runternehmen. Und kann ich eine Submission aussuchen eigentlich. Ja, Diego Sanchez ist so krass. Da sag ich Gogo Plata oder so. Gogo oder Plata. Oma Plata. Oder okay. Wie ist dieser Choke davon? Ben Rothwell, den er eingesetzt hat bei Gogo Choke. Josh Barnett. War es nicht Gogo Choke oder so? Der hat irgendwie so einen Namen gehabt, so einen krassen Namen oder so. Schon Gogo Choke oder so. Ich glaube, irgendwie sowas war es. Der Choke des Todes, Alter. Ja. Den Griff, den kann nur der unser BJJ-Lehrer, sonst weiß niemand, wie der Griff geht, wie der ihn gepackt hat in dem Moment. Nee, war echt geil gewesen. Und ja, ich sag mal, schnell gewinnt hier den Kampf und Diego Sanchez retired. Ja, wird auch Zeit, würde ich sagen. Wird Zeit. Ja. Und jetzt, oh boy, Yannick. Rafael dos Anjos gegen Tony Ferguson. El Cucuy. Dieser Fight hätte auch locker einfach ein UFC-Main-Event. Also eine UFC-Karte, was weiß ich, 205 oder was auch immer, hätte dieser Fight auch locker reingepasst. Ich denke, ich wette, die hätten es sogar geplant für die New York-Fight-Karte, die eh sowieso krass ist und die stacked ist von unten, also von unten bis oben. Und ich glaube, die müssten den Kampf einfach da reinsetzen, weil die Karte hat halt auch, ist halt auch Mexiko und ich glaube, die haben auch wirklich einen sehr, sehr guten Fight dort gebraucht, weißt, dass sie, also auch viele internationale Leute eben einschalten, nicht nur die Mexikaner und ja, das haben die auf jeden Fall geschafft, also ich werde da definitiv einschalten. Also Dos Anjos und Tony Ferguson, ganz sicher, ja. Zwei Dämonen von Dark Souls, so kann man die vergleichen, deren Kampfstil, vor allem Tony Ferguson. Ja, so wird so ein krasser Fight werden. Der Dos Anjos hat ja leider seinen Titel verloren im letzten Kampf gegen Eddie Alvarez. Mhm. In der ersten Runde durch TKO, da hat ihn Alvarez wirklich sehr, sehr gut, getroffen gehabt. Da hat man auch schon so die Arbeit von Mark Henry gesehen, seinem Boxing-Coach, der dem Jungen gezeigt hat, wie man boxt. Und ja, er hat ihn halt gut erwischt, muss man sagen. Dos Anjos ist ja selber sehr, sehr guter und gefährlicher Striker und auch inzwischen auch sehr guter Wrestler. Aber ja, Eddie Alvarez hat ihm halt eine Bombe gegeben und die hat halt gesessen. Und Dos Anjos konnte sich halt davon nicht erholen, leider. Ja, der ist aber auf Rache-Tour. Sein Gegner, Tony Ferguson, hat einen 8-Fight-Winning-Streak, was sehr krass ist. Der hat, ich glaube, zuletzt verloren hatte der 2012, gegen Michael Johnson war das. Oh, krass. Und der Kampf hat ihn verändert seitdem. Also, ich habe auch ein Interview danach gesehen und so, der hat auch ganz anders geredet, sein Mindset, der hat sein komplettes Mindset umgestellt, sein Trainingscamp, seine Trainingspartner, seine Einstellung und der ist wie ein neuer Mensch geworden, so dieser, also wirklich, wenn, also manchmal ist es ja echt so, dass Niederlagen dir manchmal echt richtig gut tun, weil du dann wirklich deine Fehler dann siehst und Tony Ferguson ist so das beste Beispiel davon, so der Loss, also wo er verloren hat gegen Michael Johnson, hat ihm wirklich seine Fehler gezeigt. Ich glaube, Michael Johnson hat ihn, glaube ich, die meiste Zeit runtergenommen in den Kampf, ich weiß nicht mehr. Und seitdem hat er auch wirklich, das hat ihn wirklich verändert, diese Niederlage. Und der hat sich wirklich danach zu einem Dämon transformiert. Das merkt man auch an seinem Kampfstil inzwischen. Das Krasse ist, also übertriebenes BJJ wirklich. Und sehr funky auch. Also hat krasse Submissions auch von allen Angles. Und der macht hier, also wenn du am Boden mit dem mischst, der macht, glaube ich, 10 Submission-Versuche innerhalb von 10 Sekunden oder so. Das ist echt witzig, immer anzusehen. Hat auch ein sehr gutes Ground-Game, ist aber hauptsächlich bekannt durch sein Boxing natürlich. Ja. Er ist ja selber Boxer, hat einen Boxing-Background, das weiß ich. Und er wollte halt nicht mehr so eindimensional bleiben und der hat auch sehr, sehr stark an seinem Wrestling gearbeitet, an seiner Takedown-Defense
Und ja, sein Boxing ist sowieso krass. Und auch die Fähigkeit, Schläge einzustecken und dann so irgendwie Kraft zu generieren und dann Schläge auszuteilen, ne? Das ist echt bekannt bei dem, dass er wirklich sehr viele Schläge einsteckt, meistens sogar die Hände unten hält. Der steckt die ein, der blutet im ganzen Gesicht und der rennt dann wie so ein Dämon nach vorne. Also der rennt wie ein Dämon nach vorne, der hat halt eine krasse Kondition, ne? Krasses Pacing legt er an gegen seinen Gegner. Da können die meisten seiner Gegner auch in den späteren Runden nicht mehr mithalten, auch mit der Kondition einfach. Hat man ja bei Abel Trujillo gesehen, in seinem Kampf, wo er gegen Abel gekämpft hat. Da hat er auch bei Abel Trujillo so ein Pace angesetzt. Der Junge konnte einfach nicht mehr mithalten. Der hat sich gedacht, ich kann nicht mehr. Und Tony Ferguson ist echt ein Dämon, Alter. Also krasses Pacing, was er da angesetzt hat. Sehr, sehr gute Kondition. Tony Ferguson darf man echt nicht unterschätzen. Ist auch eines meiner Lieblingsfighter geworden. Ich sage immer, das ist der Tony Ferguson 2.0. Und ja, der tut ja, glaube ich, auch in so einem. Der hat ja ein Home Gym, glaube ich, ne? Der tut ja, glaube ich, in so einem. Er tut ja nicht in einem Camp trainieren oder so. Ich weiß halt, dass er halt sein BJJ ab und zu bei Eddie Bravo trainiert, bei 10th Planet. Sonst weiß ich halt, dass er, glaube ich, ein Home Gym hat oder so und dass er halt die Leute dahin ruft, die Trainingspartner und so, was wirklich beeindruckend ist. Also, dass er trotzdem dennoch so gut ist, ist Wahnsinn. Also, sieh mal sein Mindset, wo er mit seinem Kopf ist, einfach. Das ist der richtige Weg auf jeden Fall. Dennoch ist Dos Anjos für ihn kein einfacher Gegner. Dos Anjos auch, ich würde mal sagen, ein bisschen ähnlich so vom Kampfstil her. Genauso ein Dämon, kann auch alles sehr gut inzwischen. War ja auch früher eher so ein Striker gewesen, BJJ-Guy. Inzwischen aber auch sehr, sehr gutes Wrestling, was er gegen Pettis gezeigt hat. Also die beiden ähneln sich sehr inzwischen. Und beides für mich, ja, sehr böse Dämonen, Alter. Und boah, Alter, jetzt zu entscheiden, wer den Kampf gewinnt. Also wenn ich wählen müsste, Okay. würde ich sagen, Dos Anjos. Oh, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Echt? Aber weil ich sehe auch, dass Dos Anjos einige Vorteile hat, was sein Kinn angeht, und Ground Game finde ich Dos Anjos natürlich solide. Er hat ein krasses BJJ. Er war auch sehr bekannt dafür. Seit dem Fight von Nurmagomedov hat er ja auch nur noch Siege gehabt, ist ja auch Champion geworden, hat alle auseinandergenommen. Cowboy Cerrone, sein Striking ist ja brutal gut geworden durch Rafael Cordeiro mit Trainingspartnern wie, ich glaube, bei Rafael Cordeiro sind ja noch, wie heißt denn der? Nadum ist ja da am Start. Genau. Darius ist ja auch da am Start. Ja. Die Leute, man sieht's, die sind BJJ-Guys gewesen, also Verdum und Dos Anjos. Aber seitdem sie dort trainieren, sind die richtige Killer im Stand-Up geworden. Ihre Leg-Kicks sind sehr gut, ihre Kicks, ihr Striking. Sogar beim Fight gegen Alvarez hat Dos Anjos den im Striking auseinandergepflückt zunächst, bevor er die Bombe kassiert hat. Das Das stimmt. ist brutal. Da sieht man, was so ein guter Trainer und was so ein gutes Camp ausmacht. Ne? Das verändert dich Ja. komplett. So. Krass, Das Mann, ist ein das glaubt anderes man Level gar nicht. geworden. Der Ja, Typ ist Mann. ein anderes Level geworden. Und Ferguson ist auch brutal in allen Bereichen. Es ist. Ich sag jetzt zwar, Dos Anjos gewinnt, und ich weiß nicht, wie sagt man das? Ich lobe den hoch in den Himmel, aber es ist ein brutaler Fight. 50-50. So, Ferguson ist, wie du schon gesagt hast, ein brutaler Boxer, sehr gutes offensives BJJ, hat jetzt aber allerdings bei Lando Vannetta ein paar Schwächen gezeigt, was sein Kinn angeht. Also ich meine, er wurde nicht ausgenockt, aber er wurde zweimal brutal gerockt. Oh ja, das Und ich weiß ich glaube, noch. Dos Anjos wird es eher ausnutzen als Lando Vannetta, weil Lando Vannetta war auch tot nach der ersten Runde. Ja, also Aber Dos Anjos wird da, glaube ich, anders reagieren. Tony Ferguson ist ja auch nicht so bekannt für seine Punching Power. Er ist ja mehr so der Volume Striker. Er hat schon Power, aber ist jetzt nicht so bekannt für seine Knockouts. Das ist eher dann Dos Anjos so. Ja. Der hat wirklich Power. Da muss halt so Tony Ferguson wirklich aufpassen, wenn er auch von seinem letzten Kampf gelernt hat gegen Lando Vannetta, der auch ein abartig geiler Fighter ist, auch Ja. vom Greg Jackson Camp. Ich hoffe, der hat auch gelernt und ich glaube, der wird schon checken, dass er da nicht irgendwie so ruthless kämpfen darf mit Händen unten oder keine Ahnung, dass er so die Schläge kassieren darf, weil wenn er Schläge von Dos Anjos kassiert, dann liegt er am Boden so. Da kann er Denke noch ich so ein auch, gutes ja. Chin haben, das ist viel zu gefährlich. Ich glaube, das Risiko wird er nicht eingehen. Ich denke mal, der wird hier mehr sein BJJ und sein Wrestling einsetzen und der wird wahrscheinlich irgendwie am Boden sich komisch rollen und versuchen, den zu submitten oder so. Das Krasse ist ja auch 5-Runden-Fight. Also ich bin mal gespannt, wie lange der Fight hält, wenn er überhaupt lange hält. Aber ich denke, ich hoffe, es wird ein Feuerwerk.
ist halt jetzt nur die Frage, wie beide Fighter kämpfen werden. Genau. Dann so, haben wir die Karten abgeschlossen. Genau, das ist sehr gut. Du hast vergessen, beim Intro zu sagen, dass wir am Ende über die News reden. Nee, das habe ich gesagt diesmal. Hast du es gesagt? Ich habe es gesagt, ja. Dein Ernst? Ich habe es gesagt. Scheiße, Mann. Das ist irgendwie blamiert. Schneid es bitte raus. Nein, Spaß. Wie so ein Spasti, weißt du? Nein, Spaß. Okay, cool, dann habe ich nicht zugehört gehabt. Es tut mir leid. Okay, dann sagen wir mal eine News zusammen. So, bei der 207-Karte gibt es zwei neue Fights. Und zwar Dominic Cruz und Cody Garbrandt ist in the works. Also es ist in Bearbeitung, in Planung. Genau. Ja. Ist natürlich ein super Fight. Darauf freuen wir uns, glaube ich, auch alle. Ja, alle MMA-Fans. Dennoch wird Dominic Cruz gewinnen. Ja, ich sehe auch Dominic Cruz gewinnen. Ich glaube, Dominic Cruz wird auch eine Quote haben von was weiß ich was, von 1.2 oder so. Also Cody Garbrandt, ich finde, ist echt ein super Fighter. Ich mag den ja auch von Team Alpha Male Camp. Ich mag ja auch das Camp. Und Dominic Cruz ist einfach viel zu krass vom Footwork her. Der ist einfach auf einem anderen Level, der Junge. Und der wird auch Champion bleiben, bis er retired. Das ist brutal. Ich habe ja nur gehört, der hat sogar gesagt, dass er will jetzt nicht den Fight mit McGregor promoten. Oder er will jetzt nicht sagen, er will nicht McGregor rauscallen oder zu einem Fight. Er sagt, er würde McGregor besiegen. Er würde auf 145 gehen. Ich sag allerdings, ich glaube nicht, dass er McGregor besiegen kann, weil McGregors Schläge irgendwann zu hart sind, obwohl Dominic Cruz sehr talentiert ist. Ich würde den lieber gegen DJ sehen. Das wäre ein geiler Fight. Das wäre ein super Fight für mich. DJ gegen... Da müsste aber DJ hochgehen, meinst du, oder? Ja. Gewichtsklasse. Ja, das macht er aber nicht. Mal sehen. Mal sehen, wie es läuft. Das macht er nicht. Genau, der andere Fight auf der Karte, der dazugefügt wurde, oh, ist shit. Fabricio Werdum gegen Cain Velasquez 2. C-Level diesmal. Holy shit, Alter. Diesmal aber in Las Vegas. Also, Cain hatte super Chancen. Ich habe, als der Kampf, als ich das gelesen habe, also die Kampfansetzung für UFC 207, Fabricio Werdum gegen Cain Velasquez Rematch, war ich so, als ich nur eine Frage gehabt. Findet der Kampf in Las Vegas statt oder in Mexiko? Also, da echt in Las Vegas stattfindet, hat natürlich Cain hier die Power des Sees hinter sich. Und ja, der wird hier auf jeden Fall seine Kondition dann entfalten lassen und der wird dann Fabricio Werdum zerstören hier natürlich. Wenn der Kampf natürlich im Himalaya stattfindet oder so, dann ist natürlich gut für Werdum. Aber ja, das hat Werdum schlecht ausgewählt, ne? Das ist schlechtes Business für Werdum auf jeden Fall. Das ist nicht gut, da muss Werdum auf jeden Fall aufpassen, ne? Okay, nice, aber ein schönes Matchup. Aber eine gute Fight-Ansetzung. 207 wird auch krass. Schon alleine die zwei Fights, dann ist noch Ronda Rousey gegen Nunes. Sind bisher gute Fights announced für die Karte. Also die Karten werden ja eh immer krasser. Ich weiß ja noch, wie wir sagten, 196 mit McGregor gegen, damals wäre es Aldo gewesen, aber dann war es, oder war es Aldo? War es 196? War das Aldo oder war das gegen Chad Mendes? Was meinst du? Die Karte 196. Weiß ich nicht mehr, Alter. Ich auf jeden Fall, die Fightcards werden immer krasser. So. Und 205 ist ja schon bisher, ich glaube, das ist die krasseste Karte, die jemals gemacht wurde. Ja, das also. Ist für mich die krasseste Karte. Ich freue mich auch auf die Preview, die wir dann machen werden für die UFC 205-Karte am 12. November in New York City. Das ist ja die erste Fightcard überhaupt in New York City, die erste UFC-Fightcard in New York war das ja so gewesen, da war ja MMA sehr lange verboten gewesen. Durch ein paar Leute, die das da blockiert haben in dem Staat, eben in dem Bundesstaat. Und jetzt haben wahrscheinlich die Fertitta Brothers ein paar Sicarios angeheuert und die umlegen lassen. Nein, Spaß. Jetzt haben die halt irgendwie einen Deal ausgehandelt oder keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall legal MMA in New York City. Es war eher Schwachsinn gewesen, dass gerade in so einer Weltmetropole wie New York City MMA, also allgemein in New York im Bundesstaat und klar, New York City gehört ja dazu, dass in so einer Weltmetropole so eine Sportart wie MMA verboten ist. Gerade New York City, die wirklich so vorangeschritten sind in Kultur und Technologie und keine Ahnung was, weißt du, was ich meine, die einfach den Leuten immer 10 Jahre voraus sind, wenn es um Mode geht und solche Sachen halt. Gerade da war MMA verboten, das ist echt witzig. Und da hängen ja auch überall bei der Times Square so diese, wie heißen die, diese Billboards, genau, oder ja. Billboards heißen die, glaube ich, mit den UFC-Logos und diese Screens und so, wo man eben die Fighter sieht und wo halt Promotion gemacht wird für die Fightcards, weißt du? Ja, vor allem Madison Square Garden ist ja die, wie soll man das sagen, das Mekka von
Boxen. Und Boxen ist ja jetzt auch nicht ein, wie soll man das sagen, ist ja kein unbrutaler Sport. Es ging nicht um die... Aber ich meine jetzt trotzdem ja, so. Ja. Und das... Der Grund war ja gewesen, warum in New York City MMA verboten war, war ja gewesen, weil ich glaube, die Leute, die dort das Sagen hatten, hatten irgendwie ein Problem damit, dass es in Las Vegas die Casinos, dass sie keine Gewerkschaften haben. Und die Fertitta Brothers, denen die UFC gehört hat, denen gehören ja ebenfalls 80% der Casinos in Las Vegas und so. Und die haben halt irgendwie Probleme gehabt damit, dass es keine Gewerkschaften gibt in den Casinos. Was weiß ich wieso, ich weiß jetzt auch nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Und deswegen haben die es blockiert aus Absicht. Nicht wegen der Brutalität oder so. Weißt du was? Ich meine, das war irgendwie der Grund gewesen. Und ja, jetzt wurde es auf jeden Fall, wie gesagt, aufgehoben. Ein paar Kopfgeldjäger haben geklärt, ein paar Sicarios haben die Leute umgelegt in New York City. Das ist endlich legal, Alter. Das freut mich und es freut auch sehr, sehr viele Fans. Und deswegen haben die einfach so eine Banger-Fightcard gemacht, so eine krasse, die krasse Fightcard, die es in der Geschichte der Menschheit jemals gab, Alter. Ja. Noch krasser als wie damals bei den Gladiatoren, bei den Römern. Also die Karte UFC 205 am 12. November ist gestackt von unten nach oben und da sind die besten Fighter vom UFC Roster drauf. Jeder Fight ist krass. Und das Main Event wird dann so die ganze Fight Card schön abrunden, Alter. So McGregor gegen Eddie Alvarez um den Lightweight-Title. So, das ist auch der erste Kampf von Conor im Leichtgewicht. Mann, das wird einfach, da sind so viele Leute Hype drauf. Auch Leute, die sich nicht wirklich viele im MMA auskennen, die aber natürlich so die Press-Conference von Conor und so gesehen haben, die halt aufmerksam auf Conor gewesen sind. Selbst die wollen wissen, wie der Kampf ausgeht, weil die haben gesehen, hey, da ist ein Ire, der hat eine große Fresse, aber das hört sich voll witzig an, was er sagt, der macht jeden fertig bei der Pressekonferenz. Ich will mal sehen, wie der kämpft. Und ich denke, allein schon aus dem Grund werden schon auch viele Casuals so der Mainstream ein bisschen mehr, also mehr einschalten. Nicht nur wir Leute, die Fans halt von der UFC. Und es freut mich umso mehr. Also... Ja. Ja, vor allem Leute wollen auch sehen, es gibt Leute, die sehen wollen, wie Conor auf die Fresse kriegt und die anderen wollen halt sehen, dass Conor kämpft und dass Conor gewinnt. So wie damals Floyd Mayweather. Die Leute haben sich's angeschaut, weil sie gehofft haben, dass Floyd Mayweather solche Bomben kassiert, dass er KO geht. Das wird niemals passieren. Ah, es wird nicht passieren. Und es wurde auch nicht passiert, es ist nicht passiert. Genau, dann habe ich noch eine andere News. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Video. Da war ein Video bei einem Interview von DC und Rumble Johnson und da ging es halt um John Jones und was halt mit dem abgeht und irgendwie war das, die haben da so drauf angesprochen, dass also auf die Probleme von John Jones, die der draußen hatte und John Jones hat dann halt darauf reagiert mit, was hat denn der da gesagt, dass irgendwie, das hat ihm halt nicht gefallen, die Kommentare von DC und Rumble Johnson. Und dann wollte ich dich jetzt eigentlich fragen, was glaubst du, kommt dabei heraus am 31. November, wenn endlich der Court-Termin ist für John Jones? Glaubst du, er kriegt eine lange Sperre, eine kurze Sperre? Wird es komplett in den Schatten gestellt, das Verfahren? Oder ja, kriegt er die 2 Jahre Strafe? Ja, ich bin ja leider nicht der Richter oder so. Ich arbeite nicht an dem Fall, leider. Es wäre schon cool, so in die Dokumente reinzusehen. Nein, Spaß. Kommt drauf an. So. Ich denke mal, die Sperre wird jetzt nicht so lang bestimmt, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem auch wegen seinen Interviews und so, die er gehalten hat. Der hat ja auch geweint so bei den Interviews, hat bestimmt auch sehr viel Eindruck gemacht. Er wusste ja nicht, dass er das genommen hat und was weiß ich. Diese Östrogenblocker, wie die auch immer hießen, die Zeugs, was er da genommen hat oder was angeblich in seinem Shake drin war oder irgendwie so. Ja, also durch dieses Weinen da bei der Pressekonferenz hat er bestimmt auch Eindruck gemacht und hatte vielleicht auch die Zeit verkürzt für seine Sperre. Mhm. Vielleicht hat es die NAC gesehen und haben gesagt, hey, der weint, der zeigt Emotionen. Nein, ich laber irgendeinen Scheiß, Mann. Keine Ahnung. Was glaubst du, was wäre gut für den Sport? Glaubst du, es wäre gut, dem jetzt die harte Strafe zu geben oder den bisschen früher kommen zu lassen? Schon gesagt, ich bin kein Richter, Alter. Okay. Keine Ahnung, also ich muss mich in den Kopf eines Richters versetzen, der dafür verantwortlich ist, für diese Sportdinger. Ja, also ich denke, insgesamt für den Sport, lebenslang, ich denke für den Sport und für,
für das Anti-Doping-Dinger wäre es schon gut, dem eine längere Strafe zu geben, weil wenn man sieht, okay, John Jones hat einen Star-Status, er hat zwar gecheatet, aber hat einen Star-Status und kommt nach 6 Monaten raus, dann denken sich die Leute, ja gut, welchen gewissen, wenn ich cheate, vielleicht komme ich dann schneller wieder raus als erwartet. Ja, aber das finde ich halt nicht gut. Du weißt ja auch nicht, was Backstage abgeht. Wer weiß, ob die nicht den Richter oder irgendjemanden bezahlen oder schmieren oder so. Das sind jetzt voll die Theorien und was weiß ich. Verschwörungstheorie. Ich weiß, ich bin ja nicht so ein Ding, aber hey, Digga, da kann ja jeder Scheiß abgehen Backstage, so wo niemand sieht. Ja. Und vielleicht kommt irgendwie Greg Jackson, Mike Winklejohn mit so 2 Geldkoffern und treffen sich mit den. Ich weiß ja nicht, was passiert. Ich sag nur, für mich wäre es in meiner Meinung nach ein bisschen besser für den Sport, wenn man die Leute, die auch richtig cheaten, auch die maximale Strafe geben. Ich sag mal so, von der Gerechtigkeit her, von der Fairness her, ja. Aber ja. So ich als Fan würde mich freuen, dass er von mir aus gleich kämpft, Alter. Ja. Ich würde sofort einschalten. Ja, das ist so, mir sowieso bewusst. Ja, nee. Mich brauchst du was sowieso nicht zu fragen, weil ich bin ein riesen Fan von John Jones. Für mich ja auch immer noch ist der beste Fighter, den es jemals gab. Und ja, wenn er zurückkommt, wird er auf jeden Fall DC sein Ass whoopen, Alter. Und bis danach DC wird er, sein Ass whoopt. Wie ihr alle wisst, ich stand für DC seit Tag 1. Danach wird Anthony Johnson kurz mal ein paar Slaps geben. Der wird ihn slappen, Alter. Und dann passt das, Alter. Und dann ist er wieder Champion. Ja. Alles easy. Okay. Alles easy in der Hood. Okay. Dann, das war eine coole Folge auf jeden Fall. Ja. Was ich noch sagen wollte, kurz. Die nächste Ausgabe wird eine Spezialausgabe, das haben wir zwar gesagt, aber wir versuchen so früh wie möglich abzuloaden, damit ihr Zeit habt, das anzuhören und damit das alles nicht so kurzfristig ist, nicht 1-2 Tage vor dem Event, weil das waren ja die letzten Wochen, ich meine, es war halt immer ein bisschen stressig, okay, stressig jetzt nicht, aber wir haben halt von der Zeitplanung haben wir es nicht gescheit hingekriegt, da kamen die Folgen ein bisschen spät raus und deshalb versuchen wir bei der nächsten Spezialausgabe, die ziemlich früh in der Woche rauszubringen, damit man Zeit hat, die anzuschauen. Genau, und ja, wie ich schon gesagt habe am Anfang vom Podcast, danke, dass ihr euch Zeit nehmt, unseren Podcast anzuhören. Das bedeutet mir echt sehr, sehr viel. Uns natürlich haben wir auch geiles Gefühl, dass uns überhaupt jemand zuhört. Wirklich richtig geil, auch hier ein bisschen so den Sport ein bisschen voranzutreiben, auch ein bisschen so die Attention. Wir meinen es auch noch gut, ne? So die Leute, die kennen das halt nicht und so, wir müssen sie halt bekehren zu der Sportart, zu MMA, am besten noch zu der UFC. Und es ist echt so, wenn du mal dich ein bisschen mit der Sportart auseinandersetzt, das mal siehst und jemanden dabei hast, der das dir auch erklärt, so, dann wirst du echt fasziniert von der Sportart, so, dann wirst du echt süchtig, das ist wie eine Sucht, teilweise, weißt du? Ja. Am Anfang ist halt immer so, wenn viele Leute das sehen, ich habe es selber sehr, sehr oft in meinem Leben gesehen, es ist immer so, Leute sehen das, die noch nie was davon gesehen haben, vor allem hier auch in Deutschland und so, die sehen das und dann sagen die so, hey, was ist das für ein Scheiß, irgendwie, die hauen sich blöd auf die Fresse, das war's. Aber wenn sie sich mal hinsetzen dann und da hockt jemand mit denen, der es denen so ein bisschen erklärt, was die gerade machen, mit den Regeln, dass es auch Regeln gibt, die checken es ja gar nicht, die denken meistens immer, da gibt es keine Regeln, das ist so, die hauen sich auf die Fresse, bis jemand stirbt oder so, also das muss ich mal geben. Wenn du den erklärst, hey, das ist alles. Ja, keine Ahnung, was die immer denken, Alter. Käfigfight, die denken, was? Käfigkampf und so. Da gibt es natürlich Regeln und dies und das. Und danach wird es natürlich interessanter mit den Submissions, wenn die mal so geile Fights sehen, so Striking-Matches, wo dein Blut kocht innerlich, Alter, wo du denkst, du bist gerade da drin und kämpfst. Das ist eine Sucht, die du nie mehr wegkriegst, Alter. Und ja, wir müssen den Leuten einfach bekehren und, ja. Du kennst ja auch jemanden, der wahrscheinlich. Ein Kollege von uns, der sich damit nicht auskennt, will ja mit uns die 205-Karte anschauen. Und ich bin mir sicher, dass der danach öfter mit uns schauen wird, weil die ganze, also sowieso ist die ganze Karte krass und er wird so viele Superfights sehen, aber er hat ja auch durch diese Pressekonferenzgeschichte Conor McGregor gehört und hat dann wurde sein Interesse geweckt. Das ist das Gute. Ich habe ja auch schon viele Leute so zu MMA gebracht, zu UFC und so, wo ich mir auch schon gedacht habe, hey, das könnte was für dem sein. So wie auch bei dir, nochmal so nebenbei gesagt, so eine Info zwischenrein. Nee, du kannst ja Boxing, du hast ja früher Boxing angeschaut, aber UFC. Ich habe ein paar UFC-Clips gesehen, davor mal. Also du warst nie wirklich Fan gewesen, bis ich in dein Leben kam. Dein Wallet. Bis ich in dein Leben kam. Und dann hast du gesagt, UFC, was ist das? Da hast du noch einen Zahn gehabt. Du warst, glaube ich, 12 Jahre alt, du hast irgendwie einen Zahn gehabt, einen Zahn oder 2 Zähne und einen Propellerhut oder so. Du sahst aus wie SpongeBob als Baby. Nein,
Nein, Spaß, Alter. Ja, genau so war's. Nee, ich habe dich, glaube ich, auf jeden Fall schon ein bisschen mehr aufmerksam gemacht und natürlich nee, ja, auch das war auch so. Wir haben ja der Welt. Das erste Event bei einem Kollegen von dir angeschaut mit 5 oder 6 Leuten und oh, es war ein super gewesen. Erlebnis. Es ja. war auch eine gute Fightcard. Das war damals White Man gegen Anderson Silva 2. Ja. Super krasse Fightcard. Oh ja, das weiß ich noch. Wo wir dann geschrien haben nachts, ey, das war echt heftig gewesen. Ich weiß noch eine Person, die nicht mehr erlaubt ist in diesem Etablissement. Ja, hat auch die immer Person geschrien. Hat einfach zu laut geschrien. Das war einfach zu viel gewesen, ja. Gut, was ich sonst noch sagen wollte. Ich habe Narcos angeschaut, die Serie. Ist und gut. Ja, ist nicht schlecht. Also, erste Season ist schon cool, zweite ist besser. Und ja, ist halt so ein Ding, so ein Kanackending. Ist halt so ein Kanackending. Ja, ist schon halt echt sehr viele Dinge. Nee, es sind auch viele so Deutsche und zwar natürlich ein Schwachsinn, aber weißt du, was ich meine? Ach so. Ja, ich kenne es halt echt so viele, viele Kennex und so und viele halt ausländischstämmige Bürger natürlich. Ich meine es natürlich nicht so. Ich bin ja selber türkische Abstammung. Pur Deutsch. Nee, ich bin ja integriert, alles easy, Alter. Aber auf jeden Fall, ich kenne es halt von vielen Kennex, so die sagen aber Narcos, boah, voll krass, Bruder und so. Ich denke mir so. Ich weiß auch, wen du meinst, ich weiß ganz bestimmt. Ja, aber es ist echt gar nicht mal so schlecht, wirklich, so wenn du so ein bisschen drüber hinwegsehen kannst, über die ganzen Kennex und so. Das ist schon echt eine coole Serie, so, also gerade Season 2. Und gerade so auch so das Leben zu sehen von Pablo Escobar, ist krass, man, wirklich. Also wie das abgeht mit dem Militär im Land und so, ist wirklich faszinierend. Ich werde jetzt auch nicht zu lange über die Serie reden, was ich gerade angefangen habe. Ich habe eine neue Serie angefangen und die läuft gerade auf HBO. Die heißt, die hat auch voll den krassen Hype, glaube ich, Westworld heißt die. Ja, davon habe ich gehört. Genau, Westworld, und das solltet ihr vielleicht euch mal anschauen. Mhm. So, die erste Folge war schon mal richtig krass. Ich glaube, da ist jetzt schon die dritte Folge rausgekommen. Okay. Werde ich mir auch noch reinziehen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für die Serien-Junkies unter uns. Ich glaube, auch eine Serie, die du noch nie vorgeschlagen hast und noch nie Referenzen dazu gemacht hast, Game of Thrones. Thrones? Ich glaube, sowas. So heißt die. Nein, sagt mir nichts. Ich will mit so einem Fantasy-Scheißreck nichts zu tun haben. Nein, Spaß, Alter. Game of Thrones ist mein Leben, Alter. Du hast letzte Zeit nicht mehr so viel darüber geredet. Es wird in dem Podcast, Tag, das wundert mich. Es wird mein Tag kommen, wo ich nicht über die verdammte Serie rede. Aber der wird nicht heute sein. Nein, Spaß, Alter. Ach, ich liebe Game of Thrones. Nee, was auch noch cool ist, natürlich, habe ich schon mal gesagt, Stranger Things natürlich. Mhm. Übelst krass, aber ja, da kam ja schon die erste Season raus und die Leute warten halt auf die zweite Season. Falls ihr eine gute Serie anschauen wollt, Stranger Things, wirklich eine krasse Serie. Aber Ding hat sie zum Beispiel schon angeschaut. Ron hat sie schon angeschaut, hat er gemeint. Auch sehr krass gewesen. Auch 2 andere Freunde von mir, denen ich es empfohlen habe, haben es auch angeschaut. Die fanden es auch super. Und ja, jetzt warten wir natürlich auf die Season 2. Die nächste irgendwann kommt hoffentlich. Okay. Und ja, ich glaube, das war es dann soweit. Ja, die Ausgabe, wenn die ihr Animes anschauen wollt, jetzt was ich gerade schaue, aber es ist halt Sport-Anime, ich weiß nicht. Es ist einmal Haikyuu, ist ein Volleyball-Anime. Oh mein Gott. Mich gehuckt, ich schwöre. Ich dachte mir am Anfang, was zur Hölle soll ich mit einem scheiß Volleyball-Anime und was soll ich mit Volleyball, als ich Volleyball live gesehen habe hier, weil die Mannschaft hier in unserer Stadt ist irgendwie ziemlich groß, dachte ich mir, ja, ist eigentlich voll langweilig, aber der Anime macht es natürlich irgendwie cool. Also ist auf jeden Fall ein sehr krass gehypter Anime, auch von vielen Leuten. Schaue ich mir gerade an, dritte Season hat begonnen, glaube 2 Folgen draußen. Heute kommt die dritte. Und All Out ist ein Rugby-Anime. Müsst ihr euch auch anschauen, richtig geil. Richtig geil gezeichnet auch. Alter, du schaust Schaut Animes das an. Ja, was bist du für ein Geek? Ja, ohne Witz. Wie alt bist denn du? Alt genug dafür. Nein, Spaß, ich schaue selber Animes an, Alter. Wir machen nur Witze. Wir lieben den ganzen Scheiß natürlich. Machen nur ein bisschen Spaß. Und ja, sonst könnt ihr mal eure Serienvorschläge machen oder mal reinschreiben, was ihr so alles anhört oder anschaut. Selbst wenn es von mir aus, keine Ahnung, gute Zeiten, schlechte Zeiten ist. Ich glaube, es läuft doch gar nicht mehr, oder? Doch, Digga, doch. Ich schau keine. Echt, läuft es noch? Alter Schwede, Mann. Also ich kann mich noch erinnern, ich war irgendwie 4 Jahre alt und selbst da lief es noch, Alter. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Marienhof. Marienhof laufen. Unter uns. Das ist deine Sendung gewesen, oder? Marienhof. Oder Dinger, Sturm der Liebe, Alter, das ist ich was, Alter. Nee, ich mach Witze, also so ein Scheiß, was schaue ich nicht an, Alter. Aber gut, kennt man halt so, ne? Okay. Das war's dann soweit von uns. Ich hab euch lieb, passt auf euch auf und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht was draus.
Ade, war schön.